Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir dachten, wir machen mal wieder eine kleine Food Challenge und das, was uns irgendwie im Laden das letzte Mal so spontan eingefallen war, war einfach, dass wir mal einen Tag lang die Sachen essen, die wir noch nie gegessen haben. Und da sind tatsächlich ein paar Sachen bei rumgekommen. Auch teilweise so ein paar Neuheiten bzw. Sachen, die es schon länger gibt, die wir einfach noch nie in Erwägung gezogen haben zu probieren. Deswegen bin ich richtig gespannt, wie die Sachen alle so schmecken. Robin schläft gerade noch drüben, der steht dann, denke ich, später mit auf und probiert mal mit, beziehungsweise isst dann einfach Mittag mit und Abendbrot. Beziehungsweise ist heute generell nicht so ein richtiges Abendessen geplant. Wir haben was zum Mittagessen geplant, beziehungsweise ist es ja bei uns meistens eher so ein spätes Mittag, weil wir lange geschlafen haben. Und dann gibt es abends halt eher nur so noch ein paar Snacks, die wir noch nie probiert haben. Ansonsten wünsche ich euch natürlich jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Video. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Wir wollen nämlich Frühstück machen, beziehungsweise ich. Weil ich habe gerade Sport gemacht, ich bin hungrig und habe richtig Bock jetzt zu frühstücken. Deswegen zeige ich euch mal, was wir jetzt zum Frühstück machen. Ich bin nämlich richtig gespannt, wie die Sachen schmecken. Generell heute den ganzen Tag über gibt es so gute Sachen. Frühstück wird erstmal, glaube ich, das unspannendste des Tages. Ich habe mir jetzt hier schon einen Tee gekocht und zwar habe ich mal den New York Chai geholt. Das ist jetzt Sweet Honey Melon, sehe ich gerade. Und ich habe den jetzt schon aufgekocht und ein bisschen abkühlen lassen. Ich weiß, den gibt es schon echt lange, aber wie gesagt, es gibt so Teesorten, da habe ich mich bis jetzt noch nicht ranprobiert. Deswegen bin ich gespannt, wie der schmeckt. Dann haben wir noch ein vegan Chai Himbeer geholt, gab es jetzt im Rewe. Und dann wird es einfach zum Frühstück ein bisschen Toast geben. Ich weiß, Toast kennt jeder, das ist auch nicht das Hauptbestandteil des Frühstücks, sondern wir probieren mal hier diese Marmelade. Ich weiß gar nicht, ich glaube neu ist die nicht, aber die ist zumindest noch nicht so alt. Und die haben wir eben noch, also wir essen generell kaum Marmelade. Ich glaube, ihr wisst das ja, wenn ihr meine Foodtaries schaut. Ich bin eher der herzhafte Frühstücker, Robin auch. Ja, wir dachten, wir probieren einfach mal eine Ananasmarmelade. Noch nie gesehen, noch nie probiert. Deswegen wird es die zum Frühstück geben. Und ich habe tatsächlich noch nie diese Melone probiert. Ich weiß gar nicht, wie die sich nennt. Ich glaube, Gallia-Melone. Klärt mich auf, wenn es anders ist. Ich glaube, ich google dann auch einfach mal. Auf jeden Fall gab es die jetzt im Kaufland. Wir haben auch noch eine ordentliche, also eine normale Wassermelone geholt. Die essen wir dann, denke ich, die nächsten Tage. Aber die habe ich eben prinzipiell noch nicht probiert. Die schneide ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen auf. Toast mir mein Toast, mache Marmelade drauf und versuche mich dann mal an dem Chai. Und dann bin ich richtig gespannt. Wir haben auch noch eine Sache, die wir noch nie probiert haben. Und zwar ist das hier dieser Käse-Champignon-Brotaufstrich. Ich muss sagen, der reizt mich absolut gar nicht und der ist auch leider schon ein bisschen länger abgelaufen. Also der ist einfach vom 20.04. Wir haben den schon mal gekauft, als wir den gesehen haben zum Testen. Und dann haben wir das Video doch nicht gedreht und dann ja, lag der halt jetzt eine ganze Weile im Kühlschrank. Deswegen weiß ich nicht so richtig, ob der noch gut ist, ob wir den vielleicht mal probieren. Aber wie gesagt, ich muss erstmal schauen, ob der nicht schlecht ist. Das ist auf jeden Fall jetzt die Auswahl. Ich bin richtig gespannt, wie alles schmeckt. Und ich würde sagen, ich bereite es jetzt fix vor und dann sehen wir uns gleich zum Frühstück. Ich würde sagen, wir testen jetzt ganz fix. Mein Kamera-Akku blinkt nämlich schon wieder. Das heißt, nichts Gutes. So sieht jetzt der Matcha aus. Der ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen zu heiß und riecht verdammt süß. Also mal schauen, ob ich den jetzt noch schaffe zu probieren. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Tee an. Der riecht schon krass süß und richtig nach Honig. Ich mag eigentlich keinen Honig. Würde, glaube ich, warm sogar noch besser schmecken. Ich dachte, kalt geht auch. Aber ist, muss ich sagen, gar nicht so meins. Also ich glaube, ich bleibe bei meinen Favorites, was das angeht. Also der ist ja auch von Teekanne. Ist schon ziemlich süß. Und wie gesagt, ich bin nicht so der Honig-Fan und Vanille, ja, ist auch okay, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Deswegen, weiß nicht.
lassen wir das erstmal. Ich probiere noch fix das Toast. Ich habe jetzt hier wieder ein bisschen Magerquark drunter gegeben und jetzt die Ananasmarmelade. Sieht richtig gut aus, sind auch so Ananasstückchen drin. Richtig, richtig gut. Wenn die jetzt noch ein bisschen wärmer wäre, ein bisschen kühler, wäre es nicht schlecht, weil wir hatten die nicht im Kühlschrank stehen, die war ja noch zu. Ich glaube, dann wäre es sogar noch ein bisschen geiler in Kombi mit dem Magerquark, aber sonst richtig lecker. Also ich glaube, hier ist auch so viel Zucker drin, das kann eigentlich nur schmecken. Ich glaube, in Kombination mit Magerquark oder Frischkäse schmeckt auf Toast jede Marmelade. Also so gefühlt. Wir haben als Kind immer Apfelmarmelade genommen und dann Zimt obendrauf gemacht und das war so geil. Deswegen probiert das mal aus, gibt es ja auch meistens im Winter. Und jetzt probieren wir noch die Melone. War richtig schwierig, die nicht schon beim Schneiden zu probieren. Mhm. Könnte auch ein bisschen kühler sein. Ich glaube, ich stelle die nochmal ins Tiefkühlfach, weil die ist echt richtig warm. Die lag ja die ganze Nacht jetzt draußen. Aber sonst voll gut. Also ich muss sagen, jetzt melde ich mich nochmal. Mein Kamera-Akku ist nämlich vorhin leider ausgegangen. Zu der Melone nochmal. Ich habe jetzt alles aufgegessen, by the way. Das Einzige, was jetzt hier noch steht, ist das Getränk. Das probieren wir gleich zusammen. Und meine Spiegel hier von der Brille, die... Und meine Gläser, die reflektieren hier schon wieder so. Das finde ich immer gar nicht geil. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass ich die Melone nicht besser finde als Wassermelone und, na gut, doch besser als Honigmelone. Also ich bin eher Team Wassermelone, schon immer gewesen. Also auch Honigmelone war noch, also fand ich noch nie so geil wie Wassermelone. Deswegen würde ich sagen, Wassermelone, das bleibt bei mir auf jeden Fall auf Platz 1. Dann würde ich sagen, jetzt diese Melone, die ich jetzt probiert habe, wie gesagt, Gallia oder wie auch immer die heißt. Und dann halt Honigmelone. Ihr könnt ja gerne mal eure Reihenfolge in die Kommentare schreiben, würde mich mal richtig interessieren. Robin schläft übrigens immer noch und wir haben es jetzt mittlerweile 2:30. Ich koche jetzt aber gleich Mittagessen, weil ich kriege langsam echt schon wieder ein bisschen Hunger. Und wir probieren jetzt erstmal hier diesen Matcha, der immer noch richtig süß riecht. Und mittlerweile ein bisschen abgekühlt ist. Mmh. Ist schon ziemlich süß. Schmeckt auch halt so ein bisschen künstlich nach Himbeer. Aber ist okay. Also ist jetzt nicht schlecht. Aber so jeden Tag würde ich das jetzt, glaube ich, nicht trinken. Das ist mir irgendwie zu künstlich und irgendwie ein bisschen zu... Ich weiß nicht. Ich trinke lieber so Tee, Kaffee, Wasser. Robin probiert das dann auch auf jeden Fall noch. Ich bin über seine Meinung gespannt. Wie gesagt, es ist jetzt schon 2:30. Es wird alles ein spätes Essen heute und ein bisschen komischer Rhythmus. Aber was ist, ist man ja irgendwie von uns auch gewohnt. Ich dachte mir, ich zeige euch direkt mal, was es jetzt gibt. Und zwar haben wir das letzte Mal was Neues gekauft zum Testen und haben das auch noch nicht getestet. Deswegen kommt es jetzt zum Einsatz. Wir haben hier so Fischstäbchen, wenn man es überhaupt so nennen kann, gekauft. Das ist einfach nur Rahmspinat in einer Knusperpanade. Ich kann es mir, muss ich sagen, nicht so richtig vorstellen, einfach weil ich das total unnötig finde, dass da noch so eine Knusperpanade drumherum ist. Ich esse halt Spinat an sich sehr gerne, aber irgendwie stelle ich mir das weird vor. Ich bin aber mal sehr gespannt, wie die schmecken. Und dann haben wir gestern, vorgestern oder im Laufe der Woche jetzt, beim Einkaufen hier ein neues Iglo-Filet gefunden. So sieht es aus. Wir essen eigentlich ganz gerne diese Schlemmerfilets. Beziehungsweise früher habe ich die ganz gern gegessen. Dann habe ich mich ja irgendwann dazu entschieden, nicht mehr so viel Fisch zu essen. Oder generell, wenn ich Fisch gegessen habe, dann so eher richtig schön Lachs. Also ich esse das echt sehr, 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 sehr selten. Aber früher als Kind habe ich die Teile geliebt und die gab es auch immer bei meinen Eltern. Mit Kartoffelbrei und Fischstäbchen, da war das einfach richtig geil. Und deswegen dachten wir, vor allem auch für Robin, weil ich glaube, der ist nicht so der Freund von sowas, probieren wir einfach auch mal das hier. Und zwar ist das jetzt in der Geschmacksrichtung rotes Curry mit Gemüse in scharfer Soße. Hier steht drauf mit Chili und zwei solche Schoten. Also gehe ich einfach mal davon aus, dass es bestimmt auch ein bisschen scharf werden wird. Wir bereiten die jetzt zu, oder ich bereite die zu, im Backofen. Die Fischstäbchen mal schauen, oder Spinatstäbchen mal schauen. Muss ich gleich mal gucken. Und dazu gibt es einfach Kartoffelbrei. Wie immer, ich lieb's, ich esse das so gerne. Und dann bin ich gespannt, wie das schmeckt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es Mittagessen gibt. Oh, ich freue mich drauf. So, ihr Lieben, Mittagessen ist fertig. Robin ist mit dabei. Hat endlich mal ausgeschlafen. Es ist jetzt schon 2:30. Wir haben jetzt, wie gesagt, was zum Mittagessen vorbereitet. Das ist hier einmal dieser Curryfisch. Dann hier die quasi Spinatstäbchen. Und noch Kartoffelbrei, ein bisschen Brokkoli habe ich auch noch dazu gemacht. Wir probieren das jetzt. Ich würde sagen, wir fangen mit diesem Curryzeug an, weil da bin ich am gespanntesten irgendwie. Und ich koste den Matcha. Und Robin will den Matcha noch probieren. Genau, mit was wollen wir anfangen?
Ich trinke erstmal ein Schlückchen. Okay, du hast schon? Ich hab schon. Ja, schmeckt schon ein bisschen künstlich, also... Aber es geht eigentlich, ja. Muss ich sagen. Okay, wir probieren jetzt das mit dem roten Curry. Da bin ich am gespanntesten. Das sieht nämlich ein bisschen... Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das scharf ist, so wie es halt auf der Verpackung auch stand. Da ist auch übrigens auch ein bisschen Gemüse mit drin, also Paprika und... Sieht wie Bohne aus, ja. Bohne? Bohne, ne? Ja. Ah, okay. Let's go. Ist weniger Crunch, finde ich, oben drauf, als bei den anderen Fischdingern. Ja, das sind hier nur ein paar. Aber das erinnert mich vom Geschmack her an irgendwas. Auf jeden Fall kommt das roten Curry echt richtig gut. Und ich finde, dass es gar nicht so scharf ist. Also durch diese Chilischote auf der Packung dachte ich ganz kurz, dass es echt extrem scharf ist, aber es geht voll fit. Und es ist so ein bisschen süßlich-Curry-mäßig, oder? Also eigentlich scharf war echt gar nicht schlecht. Ich finde die anderen finde ich auf jeden Fall besser, weil ja. Dieses Knusperzeug oben drauf ist eigentlich das Highlight mit. Und das heißt, aber es gibt gut. Halt, die gibt es ja eigentlich unterschiedlich. Da gibt es ja auch mit irgendwie Brokkoli-Creme irgendwas oben drauf und dann noch Tomate Mozzarella, glaube ich, oder so. Also der Crunch ist nicht unbedingt immer überall mit dabei. Aber so, ich finde das, was auf der Verpackung steht, trifft es auf jeden Fall. Schmeckt gut. Aber ist halt nicht so deins, ne? Ach, du ja, willst nee. Jetzt erstmal das andere probieren. Ich würde jetzt direkt das andere probieren. Mhm. Ah. Sieht auf jeden Fall spinatisch hier drin aus. Das, ist halt wirklich... Sieht man jetzt wahrscheinlich nicht. Ja, sieht... Nee, es also ist es einfach ist halt richtig Spinat drin, aber dickere Konsistenz. Ich dachte, das ist, kommt so rausgelaufen beim Durchschneiden. Okay. Oha. Viel besser als erwartet. Schmeckt so ein bisschen wie Kartoffelbrei mit Spinat in der Mitte. Also die Konsistenz ist viel fester. Ich dachte, da kommt jetzt der Spinat so rausgelaufen. Ja, man schmeckt auf jeden Fall das Spinat da drin. Aber ich finde die Panade auch geil. Also ja. Irgendwie durch diese dunkleren Dinger hier drin, ich weiß nicht, ob das irgendwas Vollkornmäßiges ist oder so, kein Plan. Schmeckt es irgendwie besser, finde ich sogar. Also Fischstäbchen kann man jetzt damit nicht vergleichen, aber es schmeckt halt schon sehr gut. Also eine vegetarische Alternative. Und dann hat man halt gleich eine geile Kombi mit Kartoffelbrei. Dort, die gehen eigentlich schon. Ich kann mich nur an früher dran erinnern, immer so zur Schulzeit, so Gemüseschnitzel oder sowas. Das war so ekelhaft. Deswegen war ich jetzt skeptisch. Überhaupt so gefüllt, gemüsegefüllte Sachen, weiß ich nicht. Aber auch, also... Ja, das geht echt. Also durch das ist schon cross hier draußen und so. Und also ich finde es fast schon besser als das andere. Ja. Hat irgendwie was Besonderes, keine Ahnung. Ist schon eine coole Neuheit. Die anderen von dem Fisch sind auf jeden Fall ja, besser. Also die anderen Schlemmerfilets sind gut. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut schmeckt. Vor allem, das ist mal eine Neuheit, die wirklich neu ist. Und nicht so, wir verändern nur eine Kleinigkeit da dran und schreiben neu drauf. Sondern es ist halt mal was ganz anderes. Finde ich richtig cool. Ich würde sagen, wir lassen uns das jetzt schmecken, sonst wird es kalt. Und dann sehen wir uns zur nächsten, Session. Robin muss noch die Marmelade Session. Probieren. Oh. Da bin ich gespannt, wie du das findest. Und ja. Werden wir dann sehen. Vielleicht gibt es auch noch einen kleinen Nachtisch, mal schauen. So ihr Lieben, mein Bruder kommt gleich und wir machen ein kleines Fotoshooting. Also zumindest will er versuchen, mal von mir so ein paar Porträtbilder zu machen, weil er ja so ein bisschen professioneller Fotos macht. Dementsprechend will ich mich gleich noch ein bisschen fertig machen und ich dachte mir, wir probieren jetzt noch einen kleinen Snack, weil Robin noch keinen Hunger hat und ich will aber gerne noch den Snack probieren jetzt. Ich bin auch am Überlegen, ob wir morgen noch mal ein bisschen weitermachen, weil wir ja quasi heute Mittag erst angefangen haben und dann morgen quasi zum Frühstück noch mal was testen, beziehungsweise vielleicht auch mal was bestellen, irgendwie bei Mc's oder so gibt es vielleicht auch mal wieder was Neues. Das war jetzt zumindest so die Idee, damit das Video noch ein bisschen spannend ist, weil irgendwie ist bis jetzt noch nichts Spannendes passiert. Aber mal schauen, wir probieren jetzt erstmal einen kleinen Snack. Und zwar habe ich von Alpro hier mal diese Schokopudding-Desserts geholt. Ich habe die noch nie gegessen. Die gab es jetzt mal im Angebot. Die sind ja recht groß sogar, sehe ich gerade. Mal schauen, ob ich auch einen ganzen davon schaffe. Auf jeden Fall ist ja Alpro dafür bekannt, vegan zu sein. Das heißt, es ist quasi ein veganes Schokopudding-Dessert. So rum. Nicht Protein-Pudding, sondern Schokopudding irgendwas. Und ich würde sagen... Wir probieren jetzt einfach mal einen davon, weil ich habe Bock drauf und das Design ist irgendwie richtig ansprechend, oder? Auf jeden Fall schon mal eine richtig geile Pudding-Konsistenz und riecht auch richtig schön schokoladig. Schmeckt schon sehr, sehr nice. Also es geht so schön auf der Zunge, das ist richtig schön schokoladig. Es ist einfach, es schmeckt einfach auch nicht vegan. Also es schmeckt nicht so wie dieser typische Sojageschmack oder... Ja, irgendwie auf Kokosbasis oder so ein Spaß. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Sachen. Ich finde, das schmeckt einfach richtig gut. Ich weiß gar nicht. Ja, ein Soja-Dessert ist das sogar. Und dafür, dass das Soja ist,
was ja eigentlich doch schon meistens einen relativ eigenen Geschmack hat. Richtig, richtig gut. Schmeckt mega. Ich werde Robin dann noch prügeln, dass er den auch mal probiert. Weil der sträubt sich so ein bisschen, heute noch was zu essen. Der hat ganz schön reingehauen beim Mittag. Ich gönne mir den jetzt noch. Und dann, ich habe noch einen kleinen Snack. Und wie gesagt, mal schauen, ob wir noch was kaufen, beziehungsweise ob wir uns noch mal bei Mc's oder so sehen. Auf jeden Fall gibt es noch was Kleines, worauf ich mich auch freue und gespannt bin. Aber das probieren wir später. Und vor allem mit Robin mal zusammen. Okay, ihr Lieben, ich dachte, wir probieren jetzt noch die eine Sache, die wir noch da haben, bevor ich jetzt gleich zu meinen Eltern fahre. Genau, Robin ist übrigens drüben am Spielen. Ich werde ihn jetzt auch nicht dabei stören. Wir machen jetzt einfach das Video weiter zusammen, alleine sozusagen. Der hat doch gefühlt immer noch keinen Hunger. Und ich will jetzt aber noch schnell was testen, bevor ich gehe. Und dann mal schauen, ob wir dann morgen noch was probieren oder ob ich dann einfach hier an der Stelle das Video beende, weil es ist nämlich doch schon recht lang. Ich habe das jetzt schon angefangen zu schneiden. Wir können ja auch gerne einfach noch mal ein paar zwei davon machen und mal ein bisschen ausgefallenere Sachen probieren. Vielleicht auch mal was bei Mc's oder bei irgendeinem Lieferdienst oder keine Ahnung, vielleicht irgendwelche Food-Neuheiten, wenn es mal wieder welche gibt. Deswegen, wenn ihr Bock auf Teil 2 habt, dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Und ich zeige euch jetzt die letzte Sache, die wir noch zusammen probieren. Und zwar sind das Oreos. Und ich finde es krass, weil es steht nicht neu drauf, beziehungsweise stand nicht neu drauf. Die gab es jetzt vor kurzem im Rewe und wir haben die einfach spontan irgendwie gesehen. Und das ist einfach ein Mix aus Karamell und Vanille. Ich zeige es euch nochmal von Namen, weil die Kamera so nicht fokussiert. So sehen die aus. Wir haben ja schon verschiedenste Oreos probiert. Gibt ja auch Double Cream und irgendwas mit Erdbeer, glaube ich, und so. Also wir hatten ja schon ein paar. Brownie gibt es ja, glaube ich, auch. Oreos sind ja auch vegan, das heißt, es ist richtig nice. Und ich versuche auch nächste Woche mal ein veganes Food Dairy. Mal schauen, ob mir das gelingt. So konkret habe ich jetzt gar nicht dafür eingekauft, aber vielleicht finde ich ja noch ein paar coole Rezepte, die auch vegan sind. Riechen schon mal. Ja, doch schon ein bisschen nach Karamell. Ist auf jeden Fall eine krass dicke Füllung. Also die sind schon echt groß. Okay, ich beiße jetzt einfach mal rein. Oh, ich bin so gespannt. Ich habe jetzt mal hier oben so ein bisschen den Keks weggenascht. Weil ich finde, der nimmt schon echt sehr viel Geschmack ein. Und probiere jetzt einfach mal die Cremes so in Kombi zusammen. Also ich finde schon, dass man einen gewissen Unterschied schmeckt im Vergleich zu den normalen. Aber ich finde jetzt nicht extrem. Also ich weiß gar nicht, ist die richtige Oreo-Creme Vanille oder ist das jetzt auch eine Neuheit? Das würde mich mal interessieren. Ich finde auch, die Karamellschicht ist nicht ganz so geschmacksintensiv. Also man schmeckt doch schon mehr von der weißen Creme. Schmeckt auf jeden Fall nicht schlecht. Also ich finde, Oreos gehen immer, vor allem mit Milch oder so, schmecken die eigentlich richtig gut. Deswegen, aber schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr die schon kenntet. Ja, und dann war es auch an der Stelle schon wieder mit dem Video. Wie gesagt, es ist ein bisschen daneben gelaufen, dass Robin jetzt nicht so dabei war wie geplant. Lag vielleicht auch daran, dass er einfach gefühlt immer lange schläft am Wochenende und nie wirklich bei einem Video dabei ist. Aber wir drehen nächste Woche mal ein neues Video. Ich habe nämlich Bock, mal blind beim Lieferservice zu bestellen. Bin ich schon mega gespannt, was da so bei rumkommt. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr da Bock drauf habt oder generell Videowünsche oder Ideen. Und ansonsten lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Seid gerne im nächsten Video wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Bleibt bis dann auf jeden Fall gesund und munter und immer positiv. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye!